Morgen, Henry. Guten Morgen. Ich hab mich vertan. Ich wollte sagen, gute Nacht. Und? Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Ja. Was ist denn? Ist jetzt doch schon guten Morgen? Nee, aber da ist so ein Geräusch, Henry. Hör doch mal. Das ist aber wirklich komisch. Das ist ein Frosch. Ja, ein Frosch. Was sonst? Aber ja, der sitzt, wie das bei Fröschen so ist, auf einer Leiter. Und das macht das Geräusch? Noch nicht, denn der Frosch möchte nicht, dass seine Leiter vom Regen nass wird. Ja, und damit die nicht nass wird, will er die Wolken wegschieben. Glaubst du wirklich? Und das macht das Geräusch? Ja, klar. Und weißt du was? Nee. Wir bringen dem Frosch einen Regenschirm. Dann wird er nicht nass und muss keine Wolken verschieben. Ha, und wir können ohne dieses Geräusch endlich schlafen. Ja, ja. Auf geht's. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Hier ist aber schönes Wetter. Keine Wolken, kein Regen. Und kein Frosch auf einer Leiter. Es regnet ja doch. Schnell, wir schieben die Wolken weg. Hier sind ja gar keine. Wir spannen lieber den Regenschirm auf. Ja. Es hat aufgehört zu regnen. Es regnet ja wieder. Und hört wieder auf. Also jetzt reicht's mir aber. Wo kommt denn das Wasser her? Und wo ist dieser Frosch? Na, wir gucken mal. Du Mann, kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? Wir wollen nämlich dem Frosch beim Wolkenschieben helfen. Das ist ja interessant. Und ich wollte hier den Garten gießen. Das brauchst du nicht. Es regnet doch. Manchmal. Naja, das war ich mit meiner Gießkanne hier. Und jetzt muss ich ein bisschen umgraben. Das Geräusch! Aber wo ist der Frosch? Welcher Frosch? Hier bin nur ich und ich mache Gartenarbeit. Das habe ich mir ja gleich gedacht. Das sieht aber hübsch hier aus mit den Blumen und den Pflanzen. Und Erde mag ich auch gerne. Wollt ihr ein bisschen mitgärtnern? Nee, wir wollen sogar viel mitgärtnern. Ja! Ich hab Wasser. Ich hab was zum Einpflanzen. So, und da kommt jetzt die Blume rein. Oh ja, ich hab die Blume hier. Ja, und ich hab die Gießkanne, ich gieße. Oh ja, aber das jetzt so wird schön. So, aber jetzt sag ich mal guten Morgen. Schon wieder. Gute Nacht. So. Aber es wäre doch schon mal interessant zu wissen, ob sich Regenwolken wegschieben lassen. Dann braucht man keinen Regenschirm mitnehmen, weil man ja nie nass würde, wenn man die Wolken wegschieben könnte. Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.